Joho und herzlich willkommen zu Die Sims 4 Let's Create a Sim or More. Also wir werden in diesem kleinen Baufolgenprojekt quasi Sims gestalten. Das ist unser Hauptaugenmerk, Sims gestalten. Und danach kümmern wir uns darum, denen auch eine Wohnung zu gestalten bzw. anzupassen. Ich hatte mir überlegt, ich hätte ja gerne für Akito mehr Nervenkitzel. Und was könnte mehr Nervenkitzel sein als eine rivalisierende Gruppe? Ja, das meine ich so, wie ich sage. Eine rivalisierende Gruppe an Sims soll heißen Teenager, die sich, keine Ahnung, für viel cooler halten als unsere Clique und dementsprechend mit denen verfeindet sind. Und da werden wir dann auch so ein bisschen Feindschaft erzwingen. So nach dem Motto, wir kennen sich aus der Schule und hassen sich so ein bisschen. Und dann kriegen wir vielleicht so ein bisschen Konflikte hin. Und ich habe so das Gefühl, dass dann eventuell eine Dame aus unserer Clique vielleicht sogar dann sich dem falschen Team anschließt und so weiter und so fort. So ein bisschen Konflikte schaffen quasi. Keine schlimmen Konflikte, kleinere Konflikte. Nicht sonderlich extrem schlimme Konflikte, aber ne? So, was können wir dann, wo können wir dann hier mal muss eine neue Familie zum Einziehen irgendwie gestalten können? Dafür brauche ich ein nicht bezogenes Haus, glaube ich. Ja, dann kann ich hier anklicken und neuen Haushalt zum Einziehen erstellen machen. Richtig. Batisa Wallabay. Gut. Das sind Teenager. Wir müssen sie in drei Familien unterbringen. Ich will Zwillinge haben und ich will ja, ein Einzelkind haben und eins noch mit einem jüngeren Geschwisterkind. Wir brauchen also, wir müssen drei Familien gestalten. Drei Familien. So, die erste ist so vielleicht so die beliebteste der Klasse. Wie nennen wir sie denn mal? Das muss ein schöner Name sein, irgendwas Klangvolles. Alina, habe ich den Namen nicht schon oft benutzt? Alina. In dem Moment. Sam Alina, so ein ungewöhnlicher Doppelname. Und der Nachname ist dann. Krümmung. Genau, ich habe immer gerne solche Namen bei den Sims, ihr wisst das doch. Also lass uns trotzdem mal gucken, was wir da als Teenager alles kriegen. Mal so ein bisschen wild durchswitchen. Vielleicht ist ja eine dabei, wo ich mir denke. Die sehen alle sehr erwachsen aus. Oh yeah. Sie möchte natürlich Leitwolf sein. Und sie ist voll der Hitzkopf. Und sie ist extrem tanzwütig. Okay, dann wollen wir dir mal quasi die Klamotten vom Leibe ziehen. Uns dann da differenziert drum kümmern. Sehr gut. Können wir uns jetzt erstmal um ihre Gestaltung kümmern. Das sieht aus wie ein Blähbauch irgendwie. Ja, normale Brüste. Bisschen auch erhoben. Nicht zu viel Hintern. Bisschen zu dünn und so. Das ist in Ordnung. Und jetzt geht's um die Farbe und Beschaffenheit des Körpers. Das machen wir so. Die Frisur ist schon mal ganz gut. Mit den Augen müssen wir noch ein bisschen arbeiten. Die müssten noch so ein bisschen Vamp-mäßiger sein. Ja, das kommt gut hin. Die Augenbrauen sind super. Und da haben wir die Lippen. So, jetzt die Wangen. Ist ja doch sehr rund. Das macht das Ganze aber halt zu so einem Teenager-Gesicht, weil das noch sehr rund ist. Finde ich eigentlich ganz gut. Blaue Augen. Ja, die Haare sind so schon mal ganz cool. Hier was total Extravagantes. Das finde ich cool, dass es so ein krasser Blondton ist. Ja. Die Augenbrauen, ja, die müssen dann vielleicht da noch ein bisschen angepasst werden. Oder sind gefärbt und deswegen sind die Augenbrauen bei ihr eigentlich dunkel. So ein bisschen enger, strenger guckend. So, die Männeraugenbrauen, die passen da nicht. Das ist ganz cool. So. Nicht zu krass.
Ja, der Schwung in den Augen gibt es. Der macht das zu was Besonderem. Dann die Lippen hier so ein bisschen zusammengeschürzt. Spitzes Kinn, breites Kinn, spitzes Kinn. Und die Lippen ein bisschen nach außen. Die Nase vielleicht ruhig ein bisschen größer. Sekunde. Also natürlich größer halt, das ist nicht so. So. Hier können wir stirntechnisch ein bisschen was machen. Das ist sehr rausguckende Stirn. Ja, für sehr kritischen Ausdruck. Ja, sehr gut. Okay, Augen. Sie trägt natürlich viel Make-up, würde ich sagen. Sehr viel Make-up. Bisschen übertrieben viel. Für ihr Alter. Oder hat sie auch nicht nötig, sagen wir es einfach mal so. Dann können wir hier noch Wimpern mit dazu bringen. Lower Lash Line, genau. Und viel zu viel Make-up. Also viel zu viel Rouge. Und bei den Lippen können wir quasi das Gleiche erzeugen. Oh, da komme ich schon wieder unten nicht anders ran. Dabei wären die perfekt. Oh, das ist doch gut. Da sieht sie richtig schön so nach I'm a Barbie Girl, looks fantastic, but more like plastic aus. Brille im Ohr, ein kleiner nur, keine Brille. Kette mit irgendwas Extravagantes. Ja, das passt gut. Alles klar. Wir machen das mal so, dass sie ganz schmale Hüften hat. Ich mag es einfach immer, wenn die Körper doch so ein bisschen individueller sind. Das ist einfach ein bisschen so ein Unterschied ist zu diesem Standardmodell. Das ist halt, gibt es halt nun mal eigentlich ja nicht. Guck mal, was es für Klamottenkombinationen hier gibt. Ja, so ein bisschen nach Schule muss schon aussehen. Ja, das ist doch sehr gut. Das ist sehr gut. Und dazu passende flache Schuhe. Ah, die sind leider alle nicht so cool. Dann doch was Hochhackiges. Aber hier so ein bisschen mehr so Strandfeeling hochhackig. Und dann brauchen wir auch eine andere Kette. Das ist too much. Dann kann es ruhig ein bisschen natürlicher sein. So. Ja, komm, hallo, großartig. Was haben wir noch für Accessoires? Armbänder, Armbänder, natürlich. Hier so ein rotes. Ringe, hier so ein durchgedrehten, natürlich. Hier, sicher doch. Kann natürlich jetzt dementsprechend auch das hier noch oben drüber packen. Nee, aber das passt schon so. Sam-Alina Erdkrümmung. Ja, gefällt mir, gefällt mir. Was haben wir dann hier für. Oh, das ist ja nun mal langweilig. Brauchen wir hier richtig Drama-Outfit? Ein Pink. So, den passenden Eyeliner. Pinker Rouge, meine ich. Das ist zu natürlich. Dann in so einem krassen Pink, ist klar. Kombinationen. Ja, jetzt muss es ja schon so ein bisschen was Extravaganteres sein. Das ist zu langweilig. Hier, das ist definitiv. Ja, genau so tritt sie auf. Voll die Drama Queen. Ich bin gespannt, wenn wir sie näher kennenlernen, ob wir feststellen, dass die alle halt abseits von ihrer oberflächlichen Darstellung durchaus Qualitäten zu bieten haben. Was wir uns dann vielleicht doch mit dem letzten Endes irgendwie ein bisschen anfreunden können. Hier für einen Sport. So ein Oberteil, perfekt. Hat sie auch nur so schwaches Make-up an. Nachtwäsche. Ist klar, natürlich. Nee, für Nachtwäsche, da brauchen wir so ein. Weiß ich nicht, ein Tanktop. In einem krassen Pink. Und entsprechend hier so ein. Ja, schlichteres Teil. Und kein Make-up. Also nicht mehr sie trägt beim Schlafen Make-up. Hier, ja, das ist schon mal gar nicht übel. Finde ich auch die Idee mit dem Make-up ziemlich geil. Kann man das irgendwie. Das ist in Grün, in Grau, in Gelb. In Gelb ist es cool. Dass man so ein bisschen Special Make-up jetzt hier, weil das ja dann ihre Disco-Klamotten sind, dass es was anderes ist. Sich einfach abhebt.
Aber so ist das schon in Ordnung. Ja, rot. Habe ich ein bisschen übertrieben, aber sie sieht auch aus wie jemand, der einfach eiskalt übertreibt. Viel zu sehr übertreibt. Das ist ja dann quasi hier sowas. Weil jeder sagt, um Himmels Willen, die lasse ich so niemals aus dem Haus gehen, meine Tochter. Ja, und dann noch hier Schwimmbadkombination. Ja, passt ja das ziemlich gut. Mhm. Schlafmäßig andere Haare. Weiß nicht, ob wir die Haarfarben technisch auch noch irgendwie so hinkriegen. Ja. Beim Sport ebenfalls diese. So, sehr gut. Und sie hat Eltern. Oder einen coolen Bruder. Also ihr Zwillingsbruder. Das ist der Tim Lorenz Erdkrümmung. Und der ist so voller Kreative, der möchte gern Maler werden. Ist aber selber halt einfach voll gesellig und absoluter Insider. Oh yeah, Leute. Oh yeah. Gibt's für dich irgendwie total die abgefahrene Friese? Eine abgefahrene Kurzhaarfriese. Ja gut, die haben wir jetzt aber schon zu vielen Sims verpasst, die Frisur. Und das ist dann leider überhaupt nicht farbig. Das ist geil. Weiß ich nicht, ob das, ob er so, naja, er ist nicht so der Typ dafür. Hm. Ja, da passt das schon besser. Er sieht ja auch wahnsinnig ähnlich, muss ich ja sagen. Ich würde nur bei ihm das machen, was ihn halt männlicher aussehen lässt, das Gesicht ein bisschen anders definieren. Ja, das ist gut so. Hier war doch auch irgendwo der Ansatz, den man, den ich greifen konnte, der in gewissem Maß den ganzen Kopf, nee, das waren die Ohren nur. Kann man bei ihm vielleicht sogar eine Änderung haben, dass er ein bisschen dickere Nase hat? Ja. Aber ansonsten sehen sich beide sehr ähnlich. Und die, beide haben es auch keinen Klamottengeschmack. Hosen. Jupp, grauenvoll. Jo, kann man machen. Aber dann muss es auch passend das wieder zugeben, ja. Er ist wieder ein bisschen breiter in der Hüfte. Und hier auch. Nicht zu breit, nicht zu breit. Ein bisschen breitere Schultern. Sieht das zu 0815 aus? Ist das ein bisschen zu Standard? Hm, vielleicht hilft ein Bart. Ach du Schreck. Der Bart hilft ja, das ging schon, das ist Wolverine-Style. Der hilft schon eher, ihn so ein bisschen zu individualisieren. Brauchen andere Augenbrauen. Da haben wir jetzt auch natürlich die hier, die wir noch nutzen können. Das lässt ihn schon mal anders aussehen. Blaue Augen. Bisschen längere Nase. Ja, das lässt ihn anders aussehen, damit ist er jetzt individualisiert. Das ist cool. Das sind also unsere Zwillinge. Oder nur Geschwister? Ich weiß nicht. Ich hätte halt gerne so wirklich identische Zwillinge, die einem voll auf den Sack gehen. Hm, vielleicht mache ich aus ihm auch einfach den Fuddern. Ja, ist mir lieber, wenn er der Fuddern ist. Nee, Tochter. Das ist gut. Ist mir lieber, er ist der Fuddern. Und er ist noch Folder Kunstliebhaber. Dann kriegst du ein anderes Oberteil. Das ist voll die Hölle. Ja, erstmal möchte ich gerade Styles zurücksetzen, weil die mir einfach Angst machen. Danke. Okay, was gibt's für dich? Was könnte man hier... Ach, das ist der... Ja, für meine Challenge, die ich vorbereite. Das hier ist ganz schön. Ja, wenn er so irgendwo eingeladen ist und gut angezogen sein muss, ist das perfekt.
Sportklamotten. Das sieht alles zu Sportklamotten? Okay, alles klar. Nehmen wir hier so die Klassiker. In Orange. Passt doch ganz gut. Mir wird jetzt schon warm, wenn ich das sehe, ne? Jetzt wird mir das recht warm, Scherz. Okay, Schlafklamotten. Hier auch so Boxershorts mit Eingriff. Alter, das ist ja. Oh, das ist ja übel. Das nehmen wir genauso. Kombination. Was können wir denn hier machen? Das ist so ein bisschen zu leger. Das ist recht so leger, aber ist ja auch Fallen, ne? Muss man halt auch dazu sagen. Jeans. Wenn wir die hier nehmen. Ja, Sportsachen passen so. Sie, Fadi und Mutti. Elternteil von ihr. Weiblich. Es muss ein bisschen, wie soll ich sagen, erwachsener aussehen. Das ist gut. Und jetzt brauchen wir hier auch diese Farbe. Kann man hier vielleicht so ein paar Altersmerkmale noch reinbringen? Nicht zu viele Altersmerkmale. So, so ist gut. Augen auch blau. Mutter, also Tochter und Mutter. Ja, doch. Dies passt schon. Ganz so prüde wollte ich sie jetzt nicht aussehen lassen. Gibt es denn hier vorgefertigte Looks? Diese Farben stehen ihr durchaus. Vielleicht doch eine andere Haarfrisur. Das steht ihr ja sehr gut. So könnte ich mir Yuki später mal vorstellen, wenn sie alt ist. Sie sieht ja Yuki auch so ein bisschen ähnlich. So könnte ich mir das vorstellen, wenn Yuki mal alt ist, das ist halt wirklich so eine asiatische Lady. So, dann ist das. Komm, wir sind jetzt total. Wir nennen sie. Sie ist wirklich Asiatin und sie heißt einfach Ling. Ja, ich bin ein kreativer Mensch. Ist das bei ihm? Genauso. Wir haben jetzt schon mal unser bitchiges Einzelkind. Das ist doch richtig nice. Ach so, hier fehlen noch Sachen. Ist auf Wissen aus, und zwar Gehirn. Ist deswegen. Nein, ist kein Geek. Ist Perfektionistin. Ordentlich. Und. Vielleicht materialistisch. Samola, I like it. Halt, die haben wir uns noch die Klamotten hier für sie gar nicht angeguckt. Komme ich darauf? Ich wollte jetzt schon speichern. Ich so, ich bin schon fertig. Nein, nein, nein. Ich, bei den Eltern wollte ich mir jetzt nicht so übermäßig Mühe geben. Die Teenager sind halt ganz wichtig. Perfekt. Perfekt. Das ist hier perfekt. Das kann sie sogar so beibehalten. Und das nehmen wir hier auch. Das nehmen wir auch. Alles klar, damit hätten wir das, die Gestaltung fertig. Mutter, Vater, Tochter. Das ist dann halt unser Einzelkind. Jawohl, alles klar. Speichern wir erstmal in die Bibliothek. Und kümmern uns in der nächsten Folge um die Zwillinge. Ich möchte komisch, gruselig, aber irgendwie coole Zwillinge haben. Oh ja, das wird bestimmt lustig. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie ich sie aufbauen werde. Aber ich habe da doch, ja, doch. Doch, da habe ich eine Idee. Und dann brauchen wir noch zwei Jungs. Also jetzt vor zwei Mädchen noch jetzt noch und dann für noch zwei Jungs. Und dann haben wir eine rivalisierende Gang. Geil.